Ein Stück der Gigamöhre. Die Rülpsknolle und das Permaeis. Wir haben alle drei Zutaten beisammen. Aber irgendjemand muss jetzt noch den Cocktail mischen, der hoffentlich die Metaboli heilt. Und dazu wollen wir zum Migränesee gehen. Wie wir alle wissen, lebt dort auch eine, nun ja, sagen wir mal, etwas freizügige, sehr offene Person. Lockhilde nämlich. Und ich habe so das dumpfe Gefühl, wir werden auf sie treffen. Sie ist ja auch schon hier auf der Map markiert. Und in der Welt selber auch nochmal hervorgehoben. Aber erstmal müssen wir uns den Weg dorthin erarbeiten. Und der erste Kampf ist schon mal sehr, sehr vielfältig. Da haben wir ja nur neue Enemies. Vier verschiedene vor allem am Start. Richtig heftig. Na, dann werfen wir nochmal einen Blick drauf. Okay. Langsam, aber vor Gesundheit nur so strotzend. Der ganze Körper ist mit spitzen Stacheln übersät. Gegen Boomerangs allerdings schwach. Gut, ich glaube, von dem habe ich schon mal was gehört. Also klar, ich kenne Pocky, ne? Aber ich meine, jetzt in dem Game haben wir ihn, glaube ich, schon mal irgendwo als Randerscheinung gesehen. Zumindest kommt mir die Beschreibung sehr bekannt vor. Und ansonsten haben wir hier den Stachelkrabbel, bekannt aus Super Mario 3D World. Stumme Soldaten, die ihre Gegner gern in die Enge treiben und dann überraschend hochschaufeln. Ah ja. Bei nicht jugendfrei hattest du mich. Ja, ja, steht aktuell im Titel. Ein bisschen clickbaiten muss sein, ne? Na, wobei, wer weiß. Ich meine, im Hauptgame ist die Alter ja auch richtig abgegangen. Von daher. Ui, zwei neue Mitglieder, ich freue mich. Lukas, by the way, und Holzmich. Dankeschön euch beiden. Und Baumi, donnerte zwei Münzen. Schreibt noch E-Bims dazu. E-Bims ist doch übelst out, oder? Das sagt doch niemand mehr. Habe ich aber sowieso nie gefeiert. Trotzdem, danke dir, Baumi. Soll kein Diss sein. Nächster Enemy. Der Lakitu, der bei Burger King war. Ein eigenartiger Lakitu, der eine Krone für den BK trägt. Wenn es darum geht, sich Stachis untertan zu machen, scheint er besonders Talent an den Tag zu legen. Ja. Ey, no ad, ne? Aber der neue Cheddar Beef vom BK ist mega geil, Alter. Liebe es. Dieser Käse da so zerläuft. Brutal. Wabling, schickt zahllose Bienen in den Kampf. Ihr Projektildurchbruch ist gefährlich, aber Feuerangriffe hat sie nicht viel entgegenzusetzen. Gut. Also gut, also gut. Also wir brauchen Feuerblume und sonst kein Plan, Alter. Schauen wir mal, ne? Erstmal alle weg hier. Sortieren nach Typ. Und dann schauen wir mal. Dürfen nicht vergessen, Kamek ist jetzt neuer Adjutant, aber der hat noch keine Adjutantenfähigkeit. Voll der Mist, ey. Also keine Attacke, meine ich. Boosts gibt er schon, aber er hat keine Attacke. Mega lame. So, gegnerischer Anführer ist Stürmer, also wechseln wir bei Bowser Jr. direkt mal auf Flieger. Und nehmen selbstverständlich Kamek als Adjutanten. Wo ist er denn? Da. Genau, dann sind wir gegen die Anführer schon mal gewappnet. Außer ganz am Ende, da ist nämlich... Ach warte, ich sehe gerade, es gibt verschiedene Anführer und verschiedene Adjutanten auf der Gegnerseite. Aber trotzdem sollten wir damit am besten fahren. Ja, und ganz vorne an die Front stellen wir ein paar Flieger. Boom, boom. Und dann... Schützen in die Mitte. Aber da war ich ja eh schon dabei. Mach jetzt mal eine ganz seltsame Formation. Ganz hinten... Stürmer. Damit sollten wir, wie gesagt, am besten fahren. Können ja Morten auch mitnehmen, als ganz normalen Kämpfer.
Und unterstützen wird ihn ja gar nichts, weil wir keinen Platz mehr haben. Also wie gesagt, es ist eine sehr, sehr gewagte Formation. I know. Aber gucken wir doch mal, ob das erfolgreich ist. Oder nicht. Mein Just LP, danke dir für eine Münze. Und Raiden Curl hat ebenfalls zwei Münzen gerettet. Mein Cash aus der Google-Umfrage-App für dich. Kann ich jetzt nicht deuten, was du damit meinst, aber danke. Kriegst du jetzt Geld für Google-Umfragen oder was? Das wäre schön, weil ich kriege auch irgendwie jede Woche mein Creator-Studio auf YouTube angezeigt. Yo, wir merken irgendwie, wir machen ein paar Fehler. Und wir wollen ja, dass ihr alle zufrieden seid, also gebt uns Feedback. Allerdings reagieren sie eh nie darauf, was man da schreibt. Glocke ging auch nicht raus, oder? Würde mich jedenfalls nicht wundern. Allerdings bei den letzten beiden Malen kamen sie dann noch, nachdem das Stream beendet wurde, unverarbeitet wurde. Also so ziemlich 3 Stunden nach Streamstart. Läuft auf jeden Fall. Ja, aber wir sind 1500 Zuschauer. Das ist schon mal nicht so wenig, ne? Grüße an alle. Bruder, warum haut der alle weg? Hä, wieso konnte ich da jetzt kein Timing machen? Betrug! Naja, Kampf wird trotzdem gewonnen. Na komm, ja, Lelek. Keine Chance. Boom. Welchen DS hast du? Den New 3DS XL. Aber ich habe jede Version, die existiert. Nur nicht die einzelnen Designs. Glocke kam raus, schreiben alle. Also vorhin, als ich gestartet habe, noch nicht. Guck gleich mal. Ich habe ja noch 2 weitere Accounts auf meinem Handy. Da überprüfe ich sowas immer. Ja gut, das kann ja manchmal bis zu 5 Minuten dauern. Wenn sie kommt. Aua, Bruder, hör auf. Was macht er? Er heilt alle um 30%. Ja gut, könnte schlimmer sein. Ich mach mal Ansporn. Attacke! Ja, damit sind sie RIP. LOL! Zweimal nur okay, aber Verteidigung sinkt, darum geht's mir. Ihr habt doch keine Chance. Wieso? Hä? Warum ist das okay? Das Timing war immer so. So, Morten räumt auf. Danke dir. Sie kamen die. Ah, okay, ihr habt recht, jetzt sehe ich es auch hier. 7 Minuten nach Starten etwa. Na gut. Ich habe nichts Negatives gesagt, YouTube. Vielen, vielen Dank. Bitte behebt auch den 4K-Bug, danke. Also es ist schon noch ein Nachteil, wenn man Kamek als Adjutant hat. Ich hoffe, der lernt schnell seine Attacke. Weil sonst ist in den meisten Fällen Morten besser. Oh, by the way, der ist schon durchgedrungen. Läuft bei ihm. Schlag das Gesocks kaputt. Oh. Wird nochmal even hier. Ich kann noch ein paar Mal vereiteln, wenn es drauf ankommt. Ja, komm, töte noch einen. Oh, shit. Jetzt aber. Unsere beiden Besten. Lassen sich das nicht bieten. Schönes Gerangel. Auf beiden Seiten. Aber wir sind der Sieger. Geil, nicht schlechte Erfahrungspunkte. Kann sich sehen lassen. Aha. Ein Kommando, das nur Kamek einsetzen kann. Schleiche dich hinter den gegnerischen Kommandanten und greif ihn hinterrücks an. Geil. Bist du vor dem eigentlichen Angriff vom Gegner entdeckt, fällt der Schaden geringer aus. Angeblich kommen dir überlegene Einheitentypen am ehesten auf die Schliche.
Also Anführer, die den Typ Schütze haben, oder was? So verstehe ich das. Und wir kriegen noch einen Pocky für unseren Trupp. Sehr, sehr nice. Titel, Fragezeichen? Tja. Haben da welche das Mario Luigi Let's Play nicht geguckt? Die Dame auf dem Thumbnail und hier mehr oder weniger vor mir, die ist kontaktfreudig. Was natürlich auch völlig in Ordnung ist. Aber ich kann nicht einordnen, wie pervers es diesmal wird. I am Dead, danke dir für eine Münze und Dickvieh für die Kanalmitgliedschaft. Ebenso Drift, auch Mitglied geworden, geil. Tuna Teppich, zwei Münzen donate. Was wünschst du dir noch für Mario Maker? Also eigentlich haben wir ja alles aus dem alten Teil und viele, viele kleine Neuerungen noch. Das würde ich mir dann auch wünschen. Dazu müsste ich erstmal wissen, was alles enthalten ist, und das wissen wir ja noch nicht. Also ich finde, diese Frage kann man eigentlich erst beantworten, wenn die ein bisschen genauer ins Detail gehen. Aber wir haben halt nur so einen kleinen 2-Minuten-Trailer bisher gesehen. Deswegen halte ich mich damit noch zurück. Aber vielleicht, wenn die Level ein bisschen länger sein könnten. Das wäre cool. Schwarzpunkt, danke für 5 Münzen, Hedom. Ich wollte dir einfach mal Danke sagen für die tollen Videos. Bitte, bitte, bitte. Und danke fürs dabei sein. Ja, erstmal das Level hier. So. Die kennen wir alle. Also, der hier hat Probleme gegen Fly Guys. Übrigens habe ich gerade, glaube ich, die Feuerblume in meinem Team vergessen. Ach nee, doch nicht. In der Mitte war sie. Okay. Also Fly Guys werden wir brauchen. Und nochmal Feuer. Parapünktchen sollten wir nicht aufstellen. Alles klar. Drift, danke für 5 Münzen. Mitglied, Abo und Donation für dich. Bist sehr gut. Mach weiter so. Gib nicht auf. Wir alle unterstützen dich. Äußerst lieb. Danke dir von Herzen. Und Psycho Alex, danke auch dir für 2 Münzen. Sehr sozial, sehr sozial. Wir wechseln bei Bowser Jr. auf jeden Fall auf Stürmer. Das ist hier recht eindeutig. Und by the way, sollten wir vielleicht nur Stürmer aufstellen? Ja, doch. Irgendwie schon. Überlegst du aber, ob ich diesmal nicht 9 Mitglieder mitnehme, sondern einen weniger, weil dann gibt's ja auch nochmal einen Boost. Ich habe nämlich nicht so viele hochgelevelte, wobei, da sind 2 neue am Start. Ich habe nicht so viele Stürmer, deswegen. Und ich werde auf jeden Fall Morten auch als Adjutanten nehmen. So. Okay, dann lass mich das jetzt noch ordnen. Ja, oder wir machen es so und dann kriegen wir nochmal Angriffsboost. Aber den Kampf müssten wir auf jeden Fall gewinnen. Also das läuft ja wirklich richtig gut. Joa. Denke ich zumindest, dass es eine gute Sache ist. Sommerzeit ist jetzt, ja, das stimmt. Das vorvorletzte Mal oder so, weil es wird ja abgeschafft demnächst. Findet ihr das gut? Dass die Zeitumstellung abgeschafft wird. Also, es stört mich persönlich nicht mega krass, aber ich hatte auch schon so ein paar Phasen, wo diese Umstellung war, wo ich echt Probleme hatte, mich darauf einzustellen. Aber es ist nicht immer so. Von daher, ja, ich nehme da eine mehr oder weniger neutrale Stellung ein, aber vielleicht ein Ticken mehr auf der Seite von, ja, kann weg. Gibt es eine H-Formation? Habe ich alles nicht im Kopf. Möglicherweise. Leha Frie, danke für 3 Münzen über Tippi. Hoffe doch, dass Blockhilde bei einem Kind wie Bowser Jr. ein bisschen chillt. Wird hoffentlich eher mütterlich statt pädophil. PS, bis zur Zürich Game Show dann. Ja, ich habe auch echt Angst. Deswegen habe ich gleich den Titel geschrieben. Hey, das könnte jetzt vielleicht nicht ganz so jugendfrei sein. Dass sich jeder drauf einstellt. So, viele schreiben ja. Also im Sinne von ja kann weg, denke ich. Aha.
Ja, ist vielleicht besser so. Ja, man denkt sich zwar immer, ja, es ist nur eine Stunde. Aber das kann schon den ganzen Rhythmus, den du dir halt über das halbe Jahr aufgebaut hast, komplett zerstören. Ja, moin. Chillt mal. Obwohl ich es abgebrochen habe, greifen trotzdem noch drei an. Besser als fünf, ja, aber die ziehen groß auf. Wo ist dein Face? Braucht man bei dem Let's Play nicht. Bietet keinen Mehrwert. Oh, damn. Hallo? Irgendwie darf ich nichts machen. Was ist hier los? Das sind jetzt fast ausschließlich Schützen und meine Stürmer sind doch ein Vorteil gegen die. WTF? Abschirmung. Es geht völlig schief, aber ich glaube, das ist einfach nur Pech gewesen. Wenn ich den Kampf nochmal starte, wird es ganz anders ausgehen. Sowas hatten wir schon mal. Ja, aber nicht aufgeben. Vielleicht kriegen wir es noch hin. Oh, Morten hat halt auch schon zwei Pflaster, ne? Und ich bin so gut wie am Arsch. Eigentlich muss ich ihn heilen. Er erhöht nicht mal seinen Angriff, Alter. Und der bricht meinen Move ab. Als ob. Warum zum Teufel ist das gerade so mega schief gegangen? Komm, ein Hit noch irgendwie. Nee. Ja, lächerlich. Wir starten das gleich nochmal. Ich glaube, da hatten wir einfach nur Pech. Das kann ja nicht sein, dass die mich so wegownen. Das kann halt wirklich nicht sein. Meine ganzen Viecher haben ja nur zugeschaut. Und nichts gemacht, während sie durchbohrt wurden. Oder bin ich hier gezwungen, am Anfang wieder mitzugehen mit dem Ansporn? Weil das letzte Mal, als wir das hatten, war das eine ähnliche Situation. Ich mach's jetzt einfach mal. Gleich zu Beginn, so wie der Gegner. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Schön. Ach stimmt, aber der hat ja mit der Überraschungsbox auch noch allen meinen Stürmern Schaden zugefügt, ne? Na gut, das scheint gescriptet zu sein. Was ein Scheiß. Bruder! Lass das sein! Als ob es nur ein Okay war. So, jetzt hätte er auch mal durchbohrt. Sehr gut. Ich sag ja. Das passiert nicht nochmal. Aber wahrscheinlich war das Problem, dass ich nicht genauso wie der Gegner Ansporn eingesetzt habe. Das darf man nicht verpassen, ja? Wenn das der Gegner macht, gerade im ersten Battle, muss man gleich ziehen, sonst wirst du überrannt. Richtig ekelhaft. Okay, dasselbe Viech in millionenfacher Ausführung mit zwei Ice Guys, Ice Bros meine ich. Machen dasselbe wie im ersten Kampf, ziehen gleich mit dem Moral und es wäre cool, wenn mein Team jetzt schneller angreifen könnte. Oh, der hat diese Spießumdreher-Attacke, damit kann er, ja genau, damit kann er eine Special Attack einfach abbrechen und noch Schaden machen. Das ist so dumm. Weißt du was? Ich glaube, ich habe keinen Bock mehr. Ach nee, ich kann ja gar nicht die Chefsache machen. Ich hätte sie jetzt nämlich aktivieren wollen. Wollt ihr jetzt Verstärkung? Na super. Aber gut. Wir überrennen die ein bisschen besser als den ersten Trupp. Ja, läuft schon. Aus dem Weg. Geht doch. Was ein Kack.
Also in Superstar Saga konnte man das noch ein bisschen ignorieren, wenn der Gegner Ansporn gemacht hat. Aber hier bist du echt gezwungen mitzugehen. Hab ich das Gefühl. Zwei starke Ice Bros. Und ein Fly Guy. Hopp. Schöne Bohnen auch noch. I like that. Ich würde das die Folge Katja Blockwiss ist wieder da nennen sollen. Ja, könnte ich ja nachher noch machen, irgendwie. Ne? Ist ja erstmal der vorläufige Titel. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Mr. Matt HD, danke dir für zwei Münzen. Und M. Bongo für eine. Drift hat 10 dagelassen. Bitte bleib gesund und alles Gute. Bist du gut? Man kann so viel Positives über dich sagen. Viel Glück. Ja, danke dir. Ich bin sogar gar nicht mal mehr so häufig krank wie zuletzt. Also, das läuft. Ich glaube, das hat auch mit der Umstellung des Schlafrhythmus zu tun. Es war schon nicht unwichtig. Kann ich auch nur jedem raten. Hört sich so plump an, so von wegen, ja, schlaft mehr. Aber das ist halt wirklich effektiv für den Aufbau eines gesunden Immunsystems. Schauker schon eingetroffen, fragt Cactus Chili. Ich weiß es nicht, er ist ja immer unsichtbar und taucht dann mit einer Top-Donation auf. Was, wenn du Ansporn schon schlimm findest, dann RIP. Wieso? Das war eigentlich das Schlimmste, was der Gegner machen kann, oder nicht? Also finde ich jetzt. So, da es aber schon ein paar Mal knapp wurde, ne? Ja, lol. Entschuldigung. Da ist die scheiß Verbindung kurz abgebrochen mit dem 3DS-Kabel. Läuft auf jeden. Aber musste ja irgendwann geschehen. Ja, jedenfalls wollte ich in die Bohnentasche schauen, weil wir da wieder so viel haben. Es jetzt wieder enger wird. Also pushen wir unser Team. Morten in dem Fall. Ich glaube, die Ameise ist auch super stark. Aber gut, damit können wir ja noch warten. Bei den Fliegern bin ich mir nicht so ganz... Ach so, stimmt, Kamek. Aber der braucht noch so viel. Nee, das chill ich mal. Ich verteile jetzt nur ein bisschen was just for fun. Das ist unabhängig des Typs. Das behalte ich auch erstmal zurück. Angriffsbohne. Ja, das ist natürlich wieder was für Morten. Verteidigung auch. Geschwindigkeit können wir in Kamek stecken. Ich glaube, das ist da besser aufgehoben. Verteidigung für Bowser Jr. Mega. Okay, das war's. Kann er nicht spenden, mein PayPal hat irgendwelche Probleme. Kein Thema. Kommt vor, sowas. Die Rakia hat 10 Münzen über Tippi da gelassen. Bin ich eigentlich der Einzige, der in Bowser Juniors Boss-Themes Luke Millers Theme reingemixt reinhört? Und by the way, mach weiter so. Kaum zu glauben, dass ich dich schon seit der frühen Zeiten kenne. Also Luke Miller habe ich jetzt da nicht vernommen. Und ich habe den Track bei den letzten 3 Parts, glaube ich, in der Endcard verwendet. Also das wäre mir beim Schnitt schon aufgefallen. Ehrlich gesagt höre ich da nichts raus. Nee, sorry. Aber danke dir. Und Alpha Lama lässt 5 Münzen da. Vielen Dank für deine Vielfalt von unterhaltsamen Videos. Mach weiter so, bleib wie du bist. PS, gönn dir mit dem 5er und McTasty. Was ist der Einzelne nicht mehr als 5? Ich glaube 5,80 oder so. Das ist absolut krass, wie viel diese Scheißburger einzeln kosten, ey. Naja, aber die Magus-App ist beste. Ein Krankodil ist am Start. Monster, das ein unheimliches Kichern von sich gibt, wenn es sein ganzes Körpergewicht in einen Megakracher steckt, vergeht einem endgültig das Lachen. Das wird jetzt komplizierter. Erstmal wieder alle ablegen. Und ich möchte die Feuerpflanzen mitnehmen.
Aber ich habe auch noch eine, ne? Ganzen Loser habe ich nämlich entlassen. Also gut. Zweimal Flieger als Anführer, dann wird Bowser Jr. als Schütze in den Kampf gehen. Als Schütze. Genau. Adjutant brauchen wir ganz klar Kamek. Jetzt lass mal sehen. Also ganz vorne sind immer Stürmer am Start. Okay, dann stellen wir Flieger auf. Flieger, Flieger. Ich bin von diesen Flap-Flaps ein übelster Freund. Ich feier die. Die sind auch saustark, ne? Ja, noch so ein Flyguy nehmen wir mit. Die sind eigentlich auch ganz geil. Dann. In der Mitte sehr, sehr viele Schützen. Da können wir dann ja, wie gesagt, ebenfalls Schützen aufstellen. Weil der Schütze ist dieser Warbling und der hat Feuerprobleme. Und sonst Stürmer. Gibt es da jemanden, der Feuer speien kann? Nee, ne? Nee, leider nicht. Okay, nehme ich den Dude und Morten kämpft wieder aktiv mit. Das hat sich ja auch sehr bewährt. Und dann am Ende wieder Liga. Also einen, weil mehr können wir nicht mitnehmen. Vielleicht so ein Bombenboy. Ja, komm. Geil. Dreh mal die Hammerformation um 180 Grad. Gut, würde mich jetzt auch interessieren, was es dann dafür gibt. Dasselbe. Aber es ist dann die Formation Panzer. Alles klar. Nee, ich würde aber gerne bei denen hier bleiben. Weil in der ersten Reihe sind... Ach, es gibt auch eine H-Formation, schau mal. Was gibt's dafür? KP plus 5%. Alright. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade hören könnt, aber hier im Haus gibt's gerade irgendwelche seltsamen Geräusche. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Es hört sich so an, als wird ein Tisch oder ein Stuhl seit gefühlt 30 Sekunden verschoben. What the fuck? Manchmal geschehen hier seltsame Dinge. Okay, jetzt hat's aufgehört. Zum Glück. Bruder. Und dann lass mal einen Kampf starten. Oh, 2000 Viewer. Nice. Schaffen wir auch 2000 Likes. Das wäre noch nicer. Okay, das gegnerische Team sieht schon heftig aus. Alles klar. Er macht Ansporn. Machen wir auch. Müssen wir. Sonst RIP. Egal ob Vorteil oder nicht. Oh oh. Ah ja. Was ist los? Toll. Mein Bomber ist jetzt schon down. Er war eigentlich so als letzter Trumpf gedacht. Wenn der Gegner schon angeschlagen ist, dann sprengt er sich nochmal in die Luft und regelt alles. Aber gut, beschweren kann man sich trotzdem eher weniger. Wie man sieht. Auch ganz ohne Fidget Spinner. Maxuali, danke für 2 Münzen, sozial. Moment, sind es 2 oder 3 Kämpfe? Geil. Belasso. Oh, ich wollte das noch abbrechen. Mm. Oh, wir kommen gut durch. Also meine Aufstellung ist schon nice, nice. Okay, damit sollte es durch sein. Ich liebe die Flap-Flaps. Oh. Moment mal. Was muss ich denn machen? Ich kann gar nichts machen. Das scheint eine Spezialattacke von ihm zu sein. Ich kann einfach nichts machen. Alles klar. Ausgerechnet Morten wurde jetzt so zerstört.
Ja, okay. Aber wir sind schon noch krass in der Überzahl. Und ihr seht, Bowser Jr. ist mit seinem Pinsel am Start. Aus Super Mario Sunshine hat er immer als Schütze. Genauso wie, wie dieses Mundtuch. Voll cool. Du hast 2 Memes hintereinander gemacht. Hä? Die Aufstellungen, oder was? Okay, dann gönne ich euch das mal. Auto-Meme incoming. Ich weiß gerade so gar nicht, wovon ihr redet. Vielleicht besser so. Okay, anspornen. Läuft echt richtig gut. Oh yes, die Fledermäuse regeln wieder. Top. Bruch von dem Scheiß da. Jetzt haben wir noch einen schönen Schleichangriff gleich mit Kamek. Attacke! Ich hoffe, es wird nicht bemerkt. Was für Abschirmung. Ach lol, der macht eine Abschirmung, ja, dann ist es ja perfekt. Das ist die beste Reaktion darauf, würde ich mal sagen. Ach so, ihr meint, beschweren kann man sich da wohl eher weniger. Ja, das war aber bewusst. Das habe ich bewusst gesagt. Deswegen ja auch dann noch der Zusatz von dem Fidget Spinner hinten dran. Komm schon. Ja, die Abstimmung war wohl nix, ne? Tja. Erledigt. So, als nächstes kommen wir zu Katja Blockwiss. Übrigens frage ich mich, ob das dann schon sozusagen das Boss-Level ist. Oder ob die Welt danach noch größer wird, weil an sich wäre das schon sehr klein. Also diesmal halt auch wirklich klein. Aber wir werden sehen, Freunde, wir werden sehen. Neue starke Männer sind in meinem Trupp. Passenderweise. Blockhildes, bitte! Als ob! Oh mein Gott. Was geschieht hier? Eine rechteckige Dame, die eine leicht verruchte Aura umgibt. Allerdings, um die Verspannungen in ihrem Rücken und weiter unten zu heilen, könnte etwas Eiskaltes hilfreich sein. Es ist besser, ich lasse jedem seine eigene Fantasie und gehe nicht darauf ein. Sonst gibt's hier live einen Takedown. Gartenfox, danke für eine Münze. Können wir dann ja gleich mal der Katja das als Trinkgeld. Jesus Christ. Ja. Paul 15, danke für 2 Münzen über Tippi. Wird es irgendwann ein Super Giant Toad T-Shirt geben? Das T-Shirt, was ich mir auf Evolve bestellt habe, kam am Donnerstag an und passt zu mir. Es sieht cool aus. Danke fürs Feedback, freut mich sehr. Ich wüsste zwar noch gern, welches du bestellt hast, aber sind alle geil. aber ja, Super Giant Toad, ich gehe mal davon aus, du meinst den goldenen Toad aus New Super Luigi U. Nee. Kann ich nicht machen, weil ich ja keine Markenrechte verletzen darf. Also das heißt, ich darf ja keinen Toad auf meinem Merch abbilden, sonst kommt Nintendo und sagt, ey, Digi, das ist unser Charakter. Was soll das? Gib mir mal schnell 1 Million als Strafe. Ja, also, nee. Ist zu riskant. Gott, lass mal. Timmy, danke für 5 Münzen. Ich guck dich schon so lange. Hier mal eine Kleinigkeit als Dankeschön. Dankeschön. Mortens Geräusche sind echt witzig. Ja, die Koopalinge sind alle ganz geil. Ich bin ja immer noch traurig, dass das Iggy weg ist. Ne? Ich hoffe, der steht irgendwann wieder auf. Wäre lustig.
Balu grätscht hier rein mit 25 Münzen. Heute nicht so viel. Dann fängt er so an. Und kannst du bitte ein Let's Show zu PMD Explorers of Sky machen? PMD? Ist das nicht Pokémon Mystery Dungeon? Dazu musst du wissen, Balu, ich mache nur Let's Shows zu neuen Games. Also wenn irgendwann wieder ein Pokémon Mystery Dungeon kommt, dann gerne. Alte Titel sind zumindest jetzt nicht geplant. Ich muss aber auch, ich weiß, du wirst mich jetzt hassen und viele im Chat auch. Ich muss aber sagen, ich finde leider die Pokémon Mystery Dungeon Games vom Gameplay her zu langweilig. Ich weiß, dass die Stories ganz gut sind. Viel, viel besser als aus den Haupteditionen. Aber es hilft halt nichts, wenn das Gameplay nun mal mich nicht anspricht. Leider, leider. Sarge Booste, danke für 3 Münzen. Zum ersten Mal bin ich auf deinen ersten Sunshine-LP auf dich gestoßen und du bist der Einzige, den ich damals bis heute verfolge. Mal hoffen, dass das so bleibt. Ja, da nimmst du mir die Worte bereits aus dem Mund. Das hoffe ich auch. Lull. Iggy geht's gut. Ja, ich hoffe. Ich denke auch. Naja, seid ihr bereit jetzt, Leute, für diesen Cringe? Let's go. Achso, Moment. Ja, aber sie ist ja alleine. Okay, vielleicht heißt das, dass ich nur Stürmer mitnehmen soll, wenn sie eine Fliegerin ist. Ich mach das jetzt einfach mal. Ich denke, sie will von einem ganzen Trupp, also einer Gang von Stürmern massiert werden. Warum? Warum? Ihr seid doch krank. Hä? Ah, dann nehmen wir halt einen Dödel wieder weg hier. Was ist denn hier jetzt nicht richtig? Also. Etwas eiskool. Ach so! Stimmt, ihr habt recht, Lul. Etwas eiskaltes wäre gut. Nur Stürmer ist Schwachsinn. Brauchen die Ice Bros. Ich gar nicht geschnallt. Ja, dann danke fürs Reingrätschen, Chat. Habt ihr natürlich völlig recht. Aber wie viele? Stell mal 4 vorne hin. Oh Mann, wieder kein Platz. Hau ab. Nee, nicht der hinterste. Jesus. Ja. Also ich stelle jetzt mal 4 vorne dran, ja. Wenn das nicht reicht, weiß ich auch nicht. Komm, schauen wir mal. Aber das ist natürlich völlig richtig, was ihr sagt. Moment mal, bin ich eigentlich... Ich bin ja völlig verblüht. Merke ich gerade. Bin ja völlig verblödet. Brauch Schützen und keine Stürmer. Was habe ich denn hier gemacht? Oh, werde ich gleich nochmal ändern. Meine Fresse, bin ich ein Vollidiot. Die Typen gerade verwechselt. Ja, jetzt kann ich es nicht mehr abbrechen. Ich muss erstmal warten, bis es losgeht. Oh. Was kommt denn hier hereingeschneit? Ja, lange nicht gesehen, Blockhilde. Ach stimmt, Kamek und sie kennen sich ja auch noch. Kennen, du weißt schon. Oh, Kamek, alter Freund. Wie schön, dich einmal wiederzusehen. Treibst du dich in letzter Zeit so rum? Ja, also dort, wo ich mich immer schon herumgetrieben habe, in den Gebäuden und so. Und an der Seite von König Bowser. König Bowser? Ich habe schon viel von ihm gehört. Getroffen habe ich ihn aber leider noch nie. Und wer ist dein charmanter Begleiter? Alter, das ist ein Kind! Wir sind nicht zum Schwarzen Jahr gekommen. Du sollst ein Heilmittel für uns herstellen. Das war ein überaus aufgewecktes Bürschchen. Er könnte dir eine Bitte ausschlagen. Ein Heilmittel braucht ihr also. Ich habe schon eine Ahnung, worum es geht. Nein, nicht ey.
Okay, gut, unterrichtet wie immer. Würdest du uns diesen Gefallen bitte tun? Oh, nicht so hastig. Die Reaktion. Ich bin zurzeit schrecklich verspannt. Meine Schultern, mein Nacken, mein Po, die Knöchel. Ich fürchte, ohne eine tüchtige Massage bin ich zu nichts zu gebrauchen. Reicht's, wenn wir dich windelweich klopfen? Oh, ja. Darauf stehe ich, da wäre ich total dankbar für. Ganz bezaubernd wäre das sogar. Ob er mich nun... kräftig durchklopft... oder in die Mangel nimmt. Je umfassender die Massage, desto besser. Das heißt, wir brauchen uns nicht... über uns nicht zurückzuhalten. Genau. Das ist alles, was ihr habt. Aber... Nein, bitte! Ich will nicht mehr! Das ist nicht wahr. What the fuck, Alter? Kurze Pause. Ihr dürft mittendrin auf keinen Fall aufhören. Es gibt nichts Schlimmeres als eine Sache. Als ob! Ja, jetzt müssen wir mal direkt hier abbrechen, weil ich bin zu dumm zum Scheißen. Ich hab dich völlig ver- Oh Gott, ich bin völlig vertränt. Vor Lachen. Ah! Okay. Dudel. Das hat echt nochmal den Scheiß aus dem Hauptgame übertroffen. Ohne Spaß. Oh mein Gott. Also die Stürmer-Idioten weg. Ich weiß nicht, vielleicht hätten wir es trotzdem geschafft, aber ich werde jetzt trotzdem nur hier Schützen aufstellen und den Blick in den Chat werfen. Okay, da lachen auch alle sich tot. War abzusehen. Ich komme gar nicht hinterher, trotz langsamem Modus. Excuse me, what the fuck? Okay, das trifft's am besten bisher. That was shit. Ich kann schon gar nicht mehr aussprechen. Cringe-Explosion, ja, allerdings. Digga, ist nicht jugendfrei. Ja, denk auch. Also den Titel können wir so eigentlich stehen lassen. Also wer hier nicht zweideutig denkt... Ja, war auch schon im Hauptgame so. Das ist absolut bewusst gemacht. Aber dass das durchgekommen ist, wundert mich. Vor allem zweimal. In Nintendo Deutschland auch noch. Ich kenne ja nicht die anderen Versionen. Vielleicht ist es da nicht ganz so wild. Aber Junge, Junge. Die Monetarisierung muss los. Denk auch, ja. Alter, wie pervers. Musste fast weinen. Ändere Bowser Jr. auch noch zum Schützen. Ja, richtig. Richtig dämlich. Ich hatte vorhin übelsten Denkfehler einfach. Sorry. Mega peinlich, lol. Wenn dir Blockhilde ist fick. Bin leider nicht 18. Tja, das Spiel auch nicht. Gleicht sich, denke ich, aus. Okay, jetzt aber los. Oh Mann. Weird Flex, but okay. Und das spielen Kinder. Ja, wirklich. Als Kind fällt dir halt aber sowas auch nicht auf. Wie sie schon schaut, ne? Und wie läuft das jetzt ab? Oh, das ist ja sehr gewalttätig. Kann ich irgendwas machen? Also anspornen zum Beispiel? Ja, geht. Dann haut mal raus, alle gemeinsam. Nehmt sie richtig. Nee. Ihr wisst schon, gebt alles. Dann sollen sich eben die Kleinen drum kümmern. Was? Was ist das denn? Ist das dein Spielzeug? Ich fühle mich noch immer ganz verspannt. Oh oh. Ja, komm. Ich glaube, so eine... Vespa-Zeit wäre jetzt ganz nice. Okay, das ist natürlich sehr effektiv. Nochmal.
Ultimate! Komm, ich heil mal, ich heil mal. Schnell! Heilung! Perfekt! Naja, wobei. Es war okay. Abschirmung, Morten, Abschirmung. Oh, wir sind noch, nur noch zu fünft und sie hat noch knapp die Hälfte an Leben. Morten hat zwei Pflaster, das ist natürlich übelst belastend. Vielleicht hätte ich lieber ihn heilen sollen. Allerdings, die Ice Bros machen ja auch mehr Schaden. Wäre halt top, wenn die jetzt nochmal so einen riesen Eisball abfeuern könnten. Aber sie haut die gerade alle tot. Oh Mann, chill doch mal. Das ist mir zu gewalttätig. Ich mag's gefühlvoller. Eigentlich nicht. Too much information, I know. Dieser Finger. Ballert sie weg! Nein, Morten! Da hat er den dicksten. Bizeps, meine ich. Okay. 1333 Likes. Schon mal gut, schon mal gut. Oh, mit dem Ass ins Face. Ja. Scheint hier Standard zu sein. Oh, jetzt wird sie nochmal richtig hart, besiegt. Oh je. Ich glaube, die Aufnahme muss ich nachher down nehmen. Das kann man nicht zum Nachgucken noch verfügbar lassen. Habt ihr die Herzen gerade gesehen? Oh Mann. Sehen wir das als Höhepunkt? Wie sie dann noch schreit. Ah! Es hat gut getan. Verspannung ist wie weggeblasen. Ich will sofort wissen, wer für diese Übersetzung verantwortlich ist. Ich muss mit dem sprechen, Alter. Mein Körper ist durch und durch auf Hochtouren gekommen! Was? Was? Das hat sie nicht wirklich gesagt! Als ob! Machst du uns jetzt endlich das Heilmittel? Märchen, du scheinst mir einer von der ungeduldigen... Sorte zu sein. Ich spüre schon, wie die Verspannung zurückkommt bei dieser Hektik. Könntet ihr bitte draußen warten, während ich mich umziehe? WTF! Mal 1000! Das ist doch... Fake! Habe ich hier wirklich das Originalspiel, wie es im Laden steht? Bruder. Da muss Nintendo aber ganz weit los. Ja, also dann hoffen wir mal. Nun, zuerst müsste die Gigamöhre und die Rülpsknolle in kleine Scheiben geschnitten werden. Was passiert da bitte? Dann kochen wir sie auf kleiner Flamme, bis ein grober Sud entsteht. Bist du sicher, dass es eine gute Idee war, hierher zu kommen? Ja, keine Ahnung. Ich denke aber schon, dass sie weiß, was sie tut. Alles gefühlvoll mit dem Stößel zerreiben. Ja, das Obige sagt sie. Sorry, habe ich nicht gecheckt. Oh, meine Fresse. Ich gebe zu, besonders gefühlvoll hat sich das nicht angehört. Ja, die steht ja auch eher aufs Harte, haben wir doch gesehen. Das Perma-Eis wird zerstoßen. Ganz vorsichtig schütteln.
ein wenig hin und her schwenken. Was ist das? Und zu guter Letzt... Kavum! Das ist ein einziges Meme. Das hat sie nicht überlebt, oder? Ah, doch, doch, bestimmt. Ich habe schon einiges mit ihr durchgemacht. Okay, Karmic. Und fertig, ihr könnt reinkommen. Ja, echt jetzt? Voila. Ich hab das so lange nicht mehr gemacht, dass ich vielleicht etwas übertrieben habe. Hier, ein Händchen? Es ist auf jeden Fall eine ziemliche... Also, Leute! Es ist jetzt wirklich... Also... Nee! Das ist doch ein... Ab 18 Film! Das... Sagt sie alles wirklich? Es ist auf jeden Fall eine ziemliche Menge dabei herausgekommen. Du hast Styrominsät 200 Tabletten erhalten. Bruder, ich muss so los jetzt. Ich musste noch nie so weit los wie jetzt gerade. Gut, also dann können wir jetzt zurück zur Festung. Aber mit Augen machen. Das würde allerdings voraussetzen, dass die Festung und König Bowser wieder da sind. Gute Arbeit, Kleiner. Ja. Du interpretierst zu viel rein. Nee, tue ich nicht. Jeder Satz war einfach bewusst so formuliert. Wenn es ein, zwei Mal vorkommt, okay, aber das waren jetzt 10 offensichtliche Witze. Und auch schon im Hauptgame. Dieser Char ist einfach nur pervers und Nintendo Deutschland ist ausgerastet. Was haben wir denn hier? Wunderhübsch. Nun ja, so hübsch wie Tabletten eben sein können. Na, beeindruckt, ich hab's geschafft, das Styromin-Set herzustellen, ganz alleine. Komm, wir haben keine Zeit für Spielchen. Ja, ja. Man nehme einen Toxifrosch, 2000 Mal so giftig wie ein Fliegenpilz. Dann trocknet man ihn, damit das Gift sich konzentriert. Ich liebe Gift. Ah ja. Das mischt man dann mit dem Dyrominse. Hatta. What's going on? Hey, was macht ihr mit meinem Dyromin? Es ist vollbracht. Der ultimative Bio-Kampfstoff. Toxidoxul Forte. Hey, hör auf damit. Gebt mir mein halbes Lämmel zurück. Ruhe auf den billigen Plätzen. Du hast ausgedient, Kleiner. Was meinst du, Olaf? Sollen wir ihn zerquetschen, wenn wir Ameise? Nein, warte. Ich habe eine bessere Idee. Was zum... Ah, was war das? Der Wurf war beeindruckend, das gebe ich zu. Aber meinen Morden darf niemand außer mir füttern. Süß. Schmeckt lecker. Imposante Spezialeffekte. Morden. Was machst du, Morden? Hör auf damit. Junior. Dies ist die furchterregende Wirkungsweise des Toxidoxul Forte. Es regt alle Zellen, alle Fasern, alle Muskeln seines Körpers zu Höchstleistungen an. Ganze Sturzbäche von Dopamin und Endorphin ergießen sich in seinem Inneren. Oder, um es so auszudrücken, dass auch ihr es versteht, er wird super wütend und super stark. Juni! Oh.
es ist wie seinem Kind bei den ersten Schritten zuzusehen. Schon ist Morten ein Monstrum. Brutal, intrigant, organisiert. Ein echtes Bio-Bubenstück. Morten. Gut, dann machen wir drei uns mal ans Werk. Wo ist eigentlich das B in Bio? Biff hält in Bowsers Festung die Stellung. Aber die Babyschildkröte und den Möchtegern-Zauberer schaffen wir ja wohl doch auch noch zu zweit, oder? Ja, das tun wir. Jetzt reicht's mir aber. ETF. Anabolika Morten. Dunkler Anabolika Morten. Was für Schwächlinge. Einfach erbärmliche Opfer. Gegen Bio haben sie nicht den Hauch einer Chance. Und wir mussten nicht mal einen Finger rühren. Los, Morten, der Kleine sieht so aus, als könnte er eine Erfrischung gebrauchen. Was zur Hölle tut er mit ihm? Morten, oh my goodness. Nicht ertrinken! Bowser Junior! Was ist denn für eine kranke Story? Und bring mir eine Garnele mit. Auf nimmer Wiedersehen. Gebieter Krankfried wird zufrieden sein. Wirst du das Toxidox sofort gegen ihn einsetzen? What? Sie richten sich auch noch gegen ihn? Ja, moin, läuft ja komplett bei denen. Die 7 Cooperlänge in alle Winde zerstreut. Der junge Herr von den Fluten verschluckt. König Bowser verschollen. Dies war ohne Zweifel die größte Krise, der wir uns je gegenüber sahen. Und das nach einem Höhepunkt. Aber dennoch, ich verlor nicht meine Hoffnung. Ich hatte festes Vertrauen, dass König Bowser und der junge Herr das Ruder noch herumreißen würden. Also was haben wir jetzt hier alles? Iggy wurde in eine Schlucht runtergestoßen, unglaublich perverse Szenen und auch noch Kindesmord. Warum ist das Spiel überhaupt noch auf dem Markt? Junger Herr? Ihr seid wieder zu euch gekommen. Kamek, wo... Eine berechtigte Frage. Irgendwo am Meer sind wir. So viel ist klar. Sie haben uns fertig gemacht und ins Meer geworfen. Hier sind wir dann angeschwemmt worden. Ich hab verkackt. Es war nur Pech. Ich werde sofort zu ihnen gehen und schreckliche Rache nehmen. Oder sie besiegen euch ein zweites Mal. Kamek, du treulose Tomate. 31er Schwein. Moment, alleine könnt ihr sie nicht schlagen. Warum? Euer Herr Papa könnte es wohl mit ihnen aufnehmen. Ja klar, niemand ist stärker als er. Ja, Mario, Luigi und so, naja, egal. Es mag sein, aber vor allem hat er eine Armee von Schergen hinter sich. Hm? Außer Schergen lieben und verehren ihren Gebieter. Für ihn würden sie sich in einen Vulkan stürzen oder sogar eine fiese Spinne im Badezimmer platt machen. König Bowser kann sich immer seine Schergen und so verlassen. Deshalb ist er so stark. Und um eine Armee von Schergen an sich zu binden, muss man jeden Einzelnen zu schätzen wissen. Man muss die Fähigkeit besitzen, seine Mitstreiter für eine gemeinsame Idee zu begeistern. Das kann ich... Junger Herr, seht euch doch einmal um. Ihr hattet vor kurzem noch 7 Milchschritte. Seht ihr hier irgendwo auch nur noch einen einzigen? Aber ich... Der Moment des Umdenkens? Ich hoffe doch. Habt ihr den Eindruck, ihr habt alles richtig gemacht?
Habt ihr den Kuperlingen und den Schergen den Respekt entgegengebracht, den sie verdient haben? Das ist eine Lektion fürs Leben. Ich hoffe, das prägt er sich ein. Denkt einmal drüber nach. Erinnert euch, wie ihr mit ihnen umgegangen seid. Das war schon echt krass, wie er mit denen umgegangen ist. Scheint auch gerade zu realisieren. Kamek. Ja. Ich hab Hunger. Ja, gut. Ich werde sehen, ob hier ein McDonald's steht oder ob ich irgendwas auftreiben kann. Eigentlich hatte er nur 6 Mitstreiter, für Lemmy kann er ja nichts. Stimmt, der ist ja von Anfang an zu Hause geblieben. Aha, da sind die 31er-Szenen. Wie er so übelst asi mit denen umgegangen ist. Keine Sorge, ich finde das Zeug schon von ganz alleine. Ich war eh kurz davor, euch alle nach Hause zu schicken. Nun ja, ich finde das wirklich nicht ganz fair, wie du mit uns umgehst. Lass uns gehen, Wendy. Die Festung geht jetzt erstmal vor. Außerdem sagt Juno doch selbst, dass er uns nicht braucht. Dieses verfünfte Baby bringt mich einfach zur Weißglut. Das Hopfen und Malz verloren, ich mach das hier nicht länger mit. Wirst du bereuen, du Arsch! Das ist ja wie ein Spaziergang hier. Seht ihr langsam ein, dass ich eure Hilfe nicht brauche? Vergisst du da nicht eine Kleinigkeit, Junior? Nämlich, dass Morten dich beschützt hat? Ja, der war mir höchstens im Weg. Tut Morten leid. Einfach nur asozial. Ja. Oh, nee. Hat er gerade geweint? Ja, Essen für Junior. Oh, eine Keule. Ich liebe KFC. Moment mal. Wenn du die dabei hattest, wieso kriege ich die erst jetzt? Die ist ja total verkohlt. Hat Morten selbst gegrillt, weil sie Hunger hat. Vielleicht später. Oh oh. Lerne daraus, Bowser Junior, bitte. Sind doch alles deine Freunde. Hier gibt's außer Sand und Wasser nicht viel. Junge Herr, würdet ihr euch mit ein paar Krebsen zufrieden geben? Junge. Schmeckt ja absolut scheiße. Will er nicht teilen oder so? Die ist wirklich komplett verbrannt. Warten. Pizza mit extra viel Käse. Ich glaube nicht, dass wir die hier bekommen werden. Ach, wir sind jetzt automatisch schon in der nächsten Welt. Oh, cool, aber da am Ende lauert Iggy. Jo! Wir können Iggy retten. Geil. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass Bowser Jr. seine Lektion gelernt hat. Und jetzt seine Kumpel anders behandelt. Denn nur gemeinsam sind wir stark. Und das, was er bisher abgezogen hat, das war in Respektlosigkeit wirklich nicht zu überbieten. Unglaublich assi. So, natürlich sind in der Zwischenzeit ziemlich viele Donis reingekommen. Möchte ich jetzt schnell abarbeiten. Linda Binz ist Mitglied geworden. Ich bedanke mich bei dir. Chris Timer hat eine Münze donated. Garten Fox hat eine Münze donated.
Martin Balzer 5. Danke für die coolen Let's Plays von dir. Hab damals mich von Nintendo abgewandt und als ich dich angefangen habe zu schauen, habe ich viele Spiele nachgeholt. Das höre ich auch sehr häufig tatsächlich. Das freut mich sehr, aber ich denke Nintendo noch mehr, auch wenn ich jetzt davon in dem Sinne nichts habe, aber ich finde die Story dahinter einfach schön. Und bei mir war es ja ähnlich tatsächlich, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Also zu der Zeit, wo ich angefangen hatte, haben sich halt auch einige Freunde von Nintendo so ein bisschen abgewandt und ich wusste dann auch nicht mehr so recht, ja, noch Bock, habe ich noch Zeit. Das war zu Anfang der Wii-Zeit so ein bisschen. Hatte ich nur Mario Party 8 und Mario Galaxy, war ganz okay, aber komplett abgeholt hat es mich halt auch nicht. Ja, und dann erst so als Let's Player ging das wieder los. Gerade auch, wenn man die ganzen alten, heftigen Titel nachgeholt hat. Oder wieder gespielt hat, nicht. Ja, aber auch zum Teil nachgeholt. Zelda-Spiele zum Beispiel. JK, neues Mitglied. Und Cactus Chili hat 2 Schweizer Franken dagelassen. Paul 15 zur Münzen. Spende von vorhin erhalten. Hier nochmal 2. Vielen Dank. Feier Linus Weying 2 Münzen. Die Frage werde ich allerdings nicht beantworten. 5 Münzen von Mr. Markus. Darauf erstmal 5 Münzen, bezogen auf diese perverse Szene. Sabrina Hof, Anliki Player und Bromaster 2.0 sind auch noch Mitglieder geworden. Und Avem Soto David lässt 2 Münzen da. Bruder, ich kann nicht mehr, hab das Game jetzt auch. Dann viel Spaß bei den legendären Szenen, lieber Avem Soto. Oder Avem Soto, ich kann wieder nicht lesen. Such Boosted hat... habe ich schon vorgelesen. LP hat 30 Münzen dagelassen über Tippi. Schöne Grüße aus dem wunderschönen Erzgebirge, weil du ein Ehrenmann bist. Mach weiter so. Danke, LP. Die Rakia, 3 Münzen. Der Übersetzer hatte echte Zeit seines Lebens. By the way, änder mal was bei diesem Kack-Nightboard. Der ermahnt mich wegen dieser Nachricht. Lässt sich leider nicht ändern. Der Filter ist sehr breitflächig und das kann natürlich passieren, dass man dann ein paar Sekunden auch mal geblockt ist. Aber das regelt sich dann ja auch wieder. Am besten nicht so viel spammen und nicht so viele Emojis, weil darauf reagiert er dann natürlich am meisten. Aber der Nightbot hat schon seinen Sinn und Zweck. Luna J, 5 Münzen. Hi, schönen Abend? Fragezeichen? Ja, doch, war schön. War pervers, war cool. Ganz wie erwartet. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Danke fürs Dabeisein. Liken und kommentieren. Ciao.